So, jetzt zeige ich euch auch noch das Umscheren bei dem Kran, wie das Umscheren funktioniert. Und zwar das Umscheren funktioniert erst dann, wenn die Flasche ganz hinten ist. Das heißt, ganz hinten, ganz hoch, fährt man mit dem Joystick, also drückt man den Knopf hier zum Umscheren. Man fährt noch ein wenig rückwärts, bis es nicht piepst. Fährt man noch ein wenig rückwärts bis zum Ende, hält den Knopf weiterhin, fährt dann hoch. Ich kann euch das hoch nicht zeigen jetzt, ich zeige euch mal nur die Flasche. Man hält weiterhin den Knopf, den Umscherungsknopf, fährt hoch, bis die Dinger nicht aufgehen. Nicht zu weit spannen, nicht zu weit, also stopp. Die gehen auf und runter. Nicht zu stark, also spannen. Und das war's eigentlich. Dann fahrt man nach vor. Und man hat den Umscherungsprozess eigentlich erfolgreich durchgeführt. Man muss dann nur noch auf zwei Strang bestätigen. Man muss dann nur jetzt auf zwei Strang bestätigen mit dem Knopf hier. Möchten Sie die zwei Strang Zellumstellung richtig auswählen? Ja, will ich. So, jetzt sollte der Kran wissen, dass nur zwei Seile oben sind. So. Das Hubwerk mit zwei Seil ist auch schneller als mit vier Seil, vier Strang. Und da wurde auch jetzt umgezeigt, dass ich jetzt mit zwei Strang fahre. Das war's eigentlich. Also es ist nichts Besonderes. Wenn man wieder auf vier Strang umscheren will, macht man halt wieder das Gleiche. Nur von zwei Strang auf vier Strang muss man jetzt nicht extra rückwärts fahren, zurück zum Turm. Man kann das auch in 2-3 Meter Entfernung machen, so wie ich euch jetzt das zeigen werde. Man fährt halt leicht ein bisschen zurück. Muss wieder hier diesen Knopf drücken. Wieder diesen Knopf drücken, gedrückt halten. Und man fährt hoch, bis sich die Flasche eingeschert hat. Will er nicht. Fahren wir noch ein bisschen zurück. Also jetzt einscheren. Und stopp. Seht ihr vorne? Diese Dinger, diese Bolzen, die müssen reingreifen, den Knopf auslassen und nach unten drücken. Hub runter. Dann kommt der Vierstrang wieder. Kommt das vierte Seil runter. Runter, runter, runter. Und jetzt kriegt man wieder die Frage, ob man mit Zweistrang oder Vierstrang fährt. Man fährt jetzt mit Vierstrang, drückt OK. Möchten Sie die viersträngige Seilscherung wirklich auswählen? Ja, möchte ich. Und somit erkennt der Kran wieder den Vierstrang-Betrieb-Modus. Das war's eigentlich. Ist nicht allzu schwer. Wichtig ist, beim Vierstrang auf Zweistrang muss man die Flasche ganz zum Turm zurückschieben und dann den Knopf drücken und noch einmal ein wenig zurückschieben zum Turm und dann den Knopf weiterhin halten und dann aufheben, bis die Lappen nicht auseinandergehen, aufgehen, bis die Lappen aufgehen. Wenn die Lappen aufgehen, nicht zu stark spannen. Wenn die Lappen aufgehen, ganz einfach Hub runter. Hub runter
und dann wieder bestätigen, dass man 2-Strang oder 4-Strang fährt. Das war es, liebe Leute, eigentlich von dem Umscherungsprozess. Nicht allzu schwer. Ja, traut euch einfach. Das Wichtigste ist, nicht zu grob an die Sache rangehen und nicht zu stark spannen beim Umsperren. So, das war's auch wieder. Ich hoffe, ich habe wieder den einen oder anderen was zeigen können, erklären können, helfen können. Viel Spaß beim Video anschauen. Schöne Grüße von Kran Wien. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit Potenkran.